Das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen zu lang, so ein Hitman. Da brauche ich ja ewig für. Vor allem möchte ich ja immer gern Silent Assassin werden, das heißt, unentdeckt und so weiter. Da bin ich ja eh. Okay. Also, das war. Wo war ich jetzt drin? The Darkness, das war jetzt gar nicht übel. Ich könnte das sogar direkt normal machen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich will euch natürlich alles zeigen. Also, machen wir als zweites Mal The Gauntlet. Das sieht, wie gesagt, nach Vergnügungspark aus. Jetzt gucken wir mal. Oh, Anleitung. Zur Beschleunigung linken Stick betätigen. Je länger du gedrückt hältst, desto schneller wirst du. Es wird gewertet, wie schnell du rennst und wie sehr du schreist. Okay. Bin ja eigentlich nicht der Typ, der schreit, ne? Geht's denn los? Aha. Die Möbel wollen mich nicht rauslassen. Die Möbel sind verflucht. Der beschleunigt aber auch sehr langsam. Also im Real Life. Im Real Life würde ich ja viel schneller rennen. Kann ich hier hoch? Ja, ja. Weg da, weg da, weg da. Oh, der hat mich sogar. Was? Hilfe! Ah ja, Fledermäuse. Jucken mich überhaupt nicht. Jucken mich überhaupt. Oh Gott. Ah, aber das macht der. Oh nein. Ich dachte, das juckt gar nicht. Oh Gott. Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Nein, geh aus dem Weg, Bild! Du auch, Frau! Du auch, anderes Bild! Du! Oh, alle Bilder! Weg da! Achso, ich muss ja noch schreien! Ah! Oh na, ach nee, oder? Ich verfolgt er dich aber nicht, oder? Goldene Mitte würde ich fast eigentlich sagen, aber ich mach. Nee. Ja. Sehr natürlich wieder bewahrheitet. Oh. Ah, überall Bücher, überall Bücher. Nein, Kind, weg. Weg, Kind. Och Gott. Vielleicht ist das hier der geilste Weg, die Mitte wahrscheinlich, oder? Du fällst in irgendeine Richtung, jawohl. Oh, ein Schachspiel. Da werde ich jetzt bestimmt vom Läufer gelaufen und vom Springer gesprungen und vom König gekönigt. Und von der Dame. Naja. Ah, 2 Minuten. Oh Gott. Kid, hopp ab. Was?
was habe ich? Wie viel habe ich? Was machst du? Ich dachte, da kommt mein Preis raus. So, und wo steht jetzt meine Bewertung? Neustarten, beenden und zum Menü. Nö, neustarten will ich das nicht. War cool, war echt geil. Aber nochmal machen müsste ich das jetzt nicht. War schon cool. Sind wir dann jetzt wieder in der Haupthalle? Jawohl. So, jetzt müssen wir gucken, gibt es jetzt noch irgendwas, was wir hier noch nicht gemacht haben? Also The Darkness haben wir gemacht, das sind die Credits, das war das Tutorial. Das ist, also der Dings, Kamin. Ich glaube nicht, dass wir da, oder? Können wir da rein? Nein, können wir nicht, schade. Okay. Gut, dann weiß ich nicht, da geht's raus, oder? Raus aus dem Spiel? Oder wie? Oh nein, der geht in den Garten. In den Garten geht es. Oder vielleicht ist auch das ein Zusatz dieser Complete Edition. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was im Ursprungsspiel da jetzt drin war. Wenn das nur das erste war, was wir jetzt gemacht haben, also im Prinzip das, wo wir durchs Haus gerannt sind, dann ist das tatsächlich für Geld ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß auch nicht, was das Affected normal kostet. Ich habe es ja kostenlos, in Anführungsstrichen, über PS Plus bezogen. Für das ganze komplette Ding 20, würde ich sagen. Was es vielleicht normal kosten würde. Also es kostet wahrscheinlich 30 oder 40. Tatsächlich. Und ab und zu auch mal einen Blick auf mein OBS werfen, ob das noch auf... Nimmt das überhaupt auf? Es nimmt auf, Gott sei Dank. Es ist schon vorgekommen, dass ich angefangen habe zu spielen, andere Spiele. Also jetzt nicht VR. Habe einfach losgelabert, losgespielt und festgestellt, oh, ich hätte vielleicht im OBS noch auf Aufnahme drücken müssen. Da wäre es so eine geile Vibration im Headset noch geil, ne? Das hat wahrscheinlich die... Oder im Controller auch. Der kann doch vibrieren. So eine Vibration, wenn die Tür zuschlägt. Ah. Ja, auf jeden Fall, wo war ich? Angefangen zu labern und dies und jenes zu machen. Und dann irgendwann festgestellt, ja Mist, ich kann gerade noch mal anfangen. Hier gibt es jetzt, so wie es aussieht... zwei Möglichkeiten. Ich gehe einfach mal hier lang, links. Vielleicht fühlen sie ja genau zum gleichen. Oder den gleichen Weg entlang, nur halt irgendwie parallel. Ansonsten ist das ja ein recht kurzes Ding, ne? Wie lange war ich jetzt an dem ersten Abschnitt da? Viertelstunde. Da böte sich sogar die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache hier nachher... Danke. Ich mache hier vielleicht noch einen zweiten Durchgang oder so. Und guck, dass wir uns die andere Seite nochmal anschauen können. Zumindest mal reingucken, um zu sehen, ist es was anderes oder führt es bloß in den gleichen Gang. Aber bis jetzt sieht es hier mal nicht so aus, als wäre da von rechts irgendwie noch was hergekommen. Ne? Also, dass wir hätten jetzt nachvollziehen können, ich wäre jetzt anders auch nicht woanders hin. Ich wollte eigentlich das Kreuz nehmen. Das sah so aus, als könnte man das... Hi! Du, ich wollte eigentlich gar nicht großartig stören. Also, weiß, dein Haus und so, ne? Aber ich habe da, also... Wollte... Sollen wir drüber sprechen? Wo beziehst du denn das Make-up her? Ich bräuchte das für Halloween. Halt auch nichts machen, ne? Okay.
Ja, sollen wir die Tür nehmen? Warum nicht? Eine Küche. Schön. Kaputtes Geschirr. Eine Ratte, eine Tote. Kann ich einen Topf nehmen? Schade. Hier ein bisschen noch mit den Sachen hantieren, der hat mit dem Spiel nichts zu tun, aber es wäre nicht schlecht. Weißt du, einfach nur so zum Spaß. Hier, nimm die Ratte, schmeiß sie in den Topf. Trink die Milch aus, übergib dich, weil schlecht. Düngen, hier dagegen stoßen, ein paar Geräusche vom. Das scheint Alu zu sein. Aluminium? Ja. Wieder tote Ratte. Alles in Ordnung soweit. Der ist nicht in Ordnung. Der ist leer. Gut, es ist nichts weiter drin, was schlecht werden kann. Wenn ich da an den Kühlschrank der Bakers denke in Resident Evil 7, das war eine ganz andere Geschichte. Resident Evil 7 übrigens in VR auch auf meinem Kanal verfügbar. Wer das vielleicht so noch nicht gesehen hat, glaube ich aber nicht. Ist ja immerhin schon alt genug, das Spiel. Aber wer es tatsächlich gerne mal sehen möchte, kann das auf meinem Kanal gerne tun. Ich kann gerne die Playlist mal unten verlinken. Kinderzimmer. Ist das Kind da? Ah, komm schon. Ja, ist alles in Ordnung. Ich habe übrigens eine Taschenlampe auf dem Kopf, ne? Ist euch das aufgefallen? Ich habe so ein Kopfband. Lampe. Sowas finde ich ja auch geil. Sollte eigentlich in jedes Horrorspiel. Außer in solche, in denen es dunkel sein muss. Zwangsläufig. Oder halt ganz dunkel sein muss. So. Ah, hi. Dich soll ich wahrscheinlich nehmen. Ja. Okay, das ist... Kraxelt hier rum. Ist in Ordnung. Und es taucht. Das ist. Ist das eine KI-Lösung oder sowas? Es taucht. Es taucht. Wie durch Zufall, oder vielleicht gucke ich nur zufällig in die richtige Richtung, immer vor meinen Augen auf, mehr oder weniger. Ich könnte ja da hingucken, aber da drüben auf dem Tisch krabbelt das Ding, ne? Dann ist der Schockeffekt natürlich in dem Moment nicht da. Ah. Okay. Cool gemacht. Aber es gibt einem auch nicht allzu viel Bewegungsfreiheit in dem Moment, ne? Man macht ja so und so, also die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding siehst, ist 50-50. Ich habe jetzt aber zu 100% getroffen. Wahrscheinlich. Oder sie haben tatsächlich eine KI-Lösung, dass das Spiel merkt, in welche Richtung du guckst und lässt diese Puppe dann entsprechend da auftauchen. So. Was haben wir hier? Oh, schön. Schön. Ja, ja. Also, an sich sehr schöner Vintage-Look, muss ich sagen. Mit der Matratze, das möge man sich nochmal überlegen, ob bei Matratzen Vintage-Look gut ist. Andere Geschichte. Auch sehr interessiert an Literatur, diese Person, die hier lebt, nicht wahr? Aber halt jedes Buch doppelt und dreifach und mehrfach gekauft, ne? Da ist es ja kein Wunder, dass sie irgendwann mal auf dem Haufen landen. Ich weiß übrigens tatsächlich immer nicht, stehe ich im realen Leben jetzt gerade? Oder stehe ich auch so leicht schräg? Bin ich noch Richtung Kamera unterwegs? Oder gucke ich schon ganz weit von der Kamera weg? Das ist tatsächlich, man weiß es nicht genau, ne? Obwohl ich meine Füße ja, wie gesagt, fest mit dem Boden verankert habe und entsprechend da nicht okay, okay, und entsprechend eigentlich nichts passieren kann. Jetzt hört doch auf. Also man muss auch sagen, dieses Spiel oder diese Erfahrung übertreibt es nicht. Also ich sage das, ich meine das ernst, übertreibt es nicht mit den Jumpscares. Es gibt ja wirklich Spiele. Ich habe da mal bei einem sehr, sehr netten...
sehr, sehr netten YouTube-Kollegen ein Video gesehen. Werbung brauche ich eigentlich für ihn nicht machen, aber ich sag's einfach mal, German Horror Guy solltet ihr fast kennen, wenn ihr Horrorspiele auf YouTube anschaut. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber da war gefühlt alle zwei Schritte ein Jumpscare und da war es halt irgendwann auch nicht mehr witzig. Geschweige denn gruselig. Hier sind sie jetzt auch nicht unbedingt sparsam, aber es passt. Es ist natürlich auch nochmal VR. Ne? Es würde ja wahrscheinlich jetzt als normales Spiel vielleicht diese Wirkung auch verfehlen. Das Pferd fliegt gleich weg. Achso, der Raum fliegt gleich weg. Oh geil, die Eingangs... Moment. Ja, geil. Runterfallen kann ich aber nicht. Aber hey, wenn die Höhen... also die Höhe... Du merkst die Höhe hier, ne? Also das sind locker 20 Meter. Hoho. Irgendwas sagt mir, dass ich da unten in die Tür rein muss. Sonst wäre die da ja nicht, oder? Oder ich komme später nochmal aus Jena raus. Naja, fast. Ich guck mal, ob ich auch, euch auch den Kanal vom German Horror Guy entweder in der Videobeschreibung verlinke oder aber irgendwie so eine... Ja, ich mache eine Dingsbums-Karte. Wie heißen sie? So eine Infokarte rein. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich mache einfach eine Infokarte rein. Genau an dieser Stelle. Jetzt gucken. Ja, bitte? Sie wünschen? Kann ich Ihnen helfen? Also wie gesagt, meine Werbung hat der Mann eigentlich nicht nötig. Eher so blöd, das klingt ich seine, aber das muss er nicht. Ja, oh, eine Entität. Es ward eine Entität. Ich habe gerade, glaube ich, wieder diese Entität gesehen. Ist diese Entität das Mädchen? Wahrscheinlich schon. Behind you? Da steht auch behind you. Und da ist aber nichts behind me. Schöner Verarscher hier. Da ist mal ein... Da ist mal einmal auf was gefasst. Ja, servus. Hallo. Ja, wieder Layers of Fear Vibes hier. Ja, natürlich. Wunderschön. Wieder eine Tür da vorne. Eine sich aufbauende Statuette. Die ignorieren wir. Siehst du, die ist eh kaputt. Oh, schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Können wir Schubladen? Eigentlich ja nicht. Ne, es sind nicht mit Symbol gekennzeichnet. Was ist jetzt los? Nicht mit Symbol gekennzeichnet. So ein ewig langer Gang. Irgendwas passiert in diesem Gang, natürlich. Ich kann jetzt hier nicht mal beschleunigen, so wie in diesem Gauntlet vorher. Es wäre schön, manchmal so ein bisschen schneller rennen. Aber, ja gut, dann verpasst man vielleicht. Wo wir es von beschleunigen haben. Dann verpasst man hier vielleicht was. Das ist also vom Spiel schon so gedacht, dass man schön langsam hier durchgeht und auch möglichst jeden Scare mitkriegt. Und das macht das Spiel auch gut. Und es hat ja mit diesem Abschnitt, The Gauntlet, hat es ja tatsächlich eine Rennpassage. Das heißt, man kann... Geht das noch höher? Man kann, wenn man unbedingt rennen will, dann doch mal rennen in dem Spiel. Hilfe. Ah, geht wieder. Ich brauche mich natürlich nicht ducken, ne? Es erwischt mich ja nicht wirklich was, aber es sieht halt so aus. Ne? So, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen entspannen. Ja. Oh, haha. Ja, hi. Die wird uns gleich auch wieder ins Gesicht springen.
So lange kann es ja hier nicht mehr sein. Wir sind schon eine ganze Weile hier drin, ne? Ein Aufzug. Erstklassig. Den nehmen wir. Was auch sonst. Ah, erstmal wieder gerade drehen. So, wo fahren wir denn hin? Wir könnten ja rein theoretisch, ich habe ja gesagt, da in dem, wo oben der Raum weggeflogen. Ja, hi. Sie sind verletzt, sehe ich. Soll ich jemanden rufen? Vielleicht. Ich rufe niemanden, okay. Der Keller, ja geil, schön. Dann gehen wir in den Keller. Na, kommen jetzt noch ein paar Molded. Auch Resident Evil 7. Wag es nie, oder? Dare you? Wagst du es? Don't you dare heißt, wag es nicht. Dare you? Natürlich, natürlich wage ich es. Was soll ich machen? Ich habe keine Wahl, außer da reinzugehen. Ah. Aua. Ja. Da lang? Da lang? Das ist jetzt scheiße. Aber geil, das ist ja nochmal. Da kann man ja nochmal das Ding durchspielen. Okay, ich gehe jetzt aber mal hier runter, weil ich einfach noch weiter runter möchte. Vielleicht komme ich aber auch gleich wieder irgendwo hoch und dann ist alles eh das Gleiche. Aber ich finde das cool. Das ist da tatsächlich. Im ersten gab es sowas nicht im ersten Abschnitt, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Ich kann mich zumindest jetzt nicht erinnern. Okay. La 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 la. Oh. Was? Die Welt ist weg. Die Welt ist weg. Ja, okay. Ja. Naja, es wird nicht anders gehen. Nur habe ich diesmal halt jetzt schon damit gerechnet. Niemand überlebt. Mal wieder. Vielleicht wäre auch dies die erste. Das erste, was zu dem Spiel rauskam. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Und jetzt wäre es natürlich nochmal interessant, wie gesagt, nochmal in das Haus und mal die anderen Gänge auschecken. Machen wir auch gleich. Allerdings gehe ich jetzt hier zur Tür raus und dann gibt es einen Schnitt und dann werden wir schon im Haus sein. Ja, und da sind wir auch schon. Wieder im Haus und jetzt, vorher waren wir links, jetzt gehen wir dann mal rechts hoch. Und schauen, waren wir links? Ja. Und schauen, ob es hier signifikant andere Erlebnisse gibt. Wenn nicht, dann würde ich an der Stelle sofort aufhören. Wenn ich feststelle, okay, da ist was genau gleich. Obwohl ich es jetzt schon nicht mehr weiß, tatsächlich. Aber jetzt haben wir hier schon eine etwas andere. Ja, genau. Also hier wird es dann wahrscheinlich so in den Gang wieder reingehen, ne? Wenn man jetzt von der anderen Seite reinkäme. Hier geht es jetzt also auch tatsächlich, es geht hier gleich rechts. Also es geht definitiv nicht in die gleiche Richtung wie. Allerdings ähnliche Scares, okay. Mögen Sie sich irgendwie hinlegen, Sie Bild? Machen Bilder gerne hier in diesem Hause? Nicht, okay. Schön auch, dass der Außenbereich hier, ich meine, es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was zu sehen. Ne? Es ist ja auch düster draußen. Manche Fenster sind ja hier tatsächlich, 7? Manche Fenster sind ja hier tatsächlich so, die sind halt im Prinzip da, aber da ist nichts dahinter. Ich meine, bei einem Fenster, das aufspringt, weil Fledermäuse reinfliegen, solltest du zwangsläufig irgendwas dahinter animieren, außer schwarz, damit es einfach ein bisschen realistischer aussieht. So. Oh, eine Entität. Mal wieder. Cool. Cool. Oh, hier geht's gar nicht hoch. Okay, wo gehe ich dann jetzt hoch? Und gehe ich eigentlich gar nicht hoch, dann gehe ich an diese Tür da hinten. Ja, also völlig anderer Weg jetzt tatsächlich.
Und rein theoretisch sollte man ja von der anderen Seite auch nochmal reingehen, weil jetzt sind wir ja einmal in den Keller runtergegangen und hätten ja da noch nach links können. Also da ist tatsächlich schon ein Wiederspielwert da. Aber ich schätze mal, also die Erfahrung bis jetzt ist ja die, dass man am Ende eh stirbt. Egal wie. Ich glaube nicht wirklich, dass es einen Weg gibt, dem Mädel hier zu entkommen. So, da haben wir jetzt solche Fenster, die eben halt nicht auf sind. Die sind halt einfach nur beschlagen oder sonst was. Und reflektieren unsere Lampe und so weiter und so fort. Aber dennoch gut. Dennoch gut. Ist alles okay. Für VR ist das okay. Ja, bitte? Oh, das ist sie, glaube ich. Macht das Vita-Brett jetzt was? Jetzt. B-H-E. Bel? Ist das ein Dämon? Bel? Ha! Geil gemacht. Es war geil gemacht. Das Bild jetzt, wie es sich angegrinst hat, richtig geil. Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut gekriegt jetzt tatsächlich. Liegt aber, glaube ich, weniger am Spiel als an der Temperatur hier. Tatsächlich. Okay. Moment. Ja, einzig das mit dem Drehen hier, das ist in dem Spiel so ein bisschen mühselig. Aber man ist ja die meiste Zeit in Bewegung, von dem her geht's ja. Die geht bestimmt zu, die Tür? Nein, okay. Ja, wenn man mal mit was rechnet. Hi. Schon wieder am Humpeln. Also, das ist das, wenn man so durch alte Gemäuer hier kriecht. Zwangsläufig stolpert man irgendwann oder verletzt sich irgendwo, Mädchen. Ach, sogar der Teppich hat einen eigenen Schatten, den er auf sich selbst wirft. Okay. Ist natürlich sehr gefährlich, auch wie die Möbel alle, ne? Manche liegen, manche stehen. Irgendwo ist vielleicht auch mal rotes Holz, nicht wahr? Da kann man sich schnell verletzen. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch sauer, weil sie sich verletzt hat. Und deswegen muss sie sich jetzt an der gesamten Menschheit rächen. Das sieht aus, als könnte ich da hoch. Wenn diese Tür jetzt denn für immer verschlossen ist, ja, ist sie. Dann gehen wir halt da hoch. Ein Ball, hallo. Natürlich kommt ein Ball die Treppe runter. Das ist ja sowas von oldschool. Hallo, Servus, Fernseher, Schnaps, ja okay, Alkoholismus natürlich, traumhafte Kindheit, traumatische Kindheit, da kommt auch. Ich tu dir doch gar nichts. Du bist doch hier die. Sieht aus, als müsste ich den ausmachen. Ja. Ich lass dich rein. So, buh. Na, schade. Ach ja, die war Zeitungen auch. Also jemand hat hier Zeitungen ausgetragen oder aber sie gesammelt. Hier auch gesammelte Werke Brockhaus in sämtlichen Ausgaben. Es wäre geil, jetzt fällt mir das gerade so ein, es wäre geil, wenn hier noch zumindest mal vielleicht hier und da ein Zettel rumläge. Warum ist denn das so mit dem Mädchen? Was ist hier in diesem Haus passiert? Das würde dem Ganzen noch ein kleines bisschen eine Story verleihen, ne? Weil wir haben ja jetzt hier im Prinzip gar keine. Wohin jetzt lang? Da bin ich jetzt hergekommen. Ist jetzt auch für immer verschlossen? Ah, jetzt ist sie aufgegangen. Okay. Hi. Wie machen wir das jetzt?
Naja, es wird sich nicht verhindern lassen, ne? No, you don't. Was mache ich nicht? Okay. Ah, wie reizend rote Beleuchtung. Sehr schön. Das gefällt mir. Es gibt eine besondere Atmosphäre hier rein. Okay. Sie war noch nicht nah genug dran, um mich zu töten. Sie macht sich ein bisschen einen Spaß hier, nicht wahr? Wollt ihr euch hinlegen? Nein. Okay. Ach, es ist so geil. Ich liebe VR. Ich liebe VR. Ja, ich komme. Ich kann gar nicht ans Telefon. Ah! Na, also da hat ja irgendjemand, also irgendwas war da mit Beschwörung und so, ne? Ob die Bilder hier irgendeinen Zusammenhang, irgendeine Verbindung zu dem ganzen Spiel hier haben, weiß ich jetzt nicht. Es könnten aber irgendwelche random alten Bilder sein aus dem Anfang der Fotografie, als man noch nicht lachen durfte auf Bildern, zwangsläufig deswegen, aber nicht in Dämon gucken musste. Okay, aber egal, man, die machen das halt. Hallo, hallo. Ach, sehr schön hier. Ich finde es klasse. Es ist echt geil. Es ist echt geil. Davon hätte ich gern wirklich mehr gehabt auf der PlayStation VR, jetzt wo das ausläuft. Gibt es wahrscheinlich sogar noch, aber ich habe halt auch nicht alles gespielt. Ne? Ja, ich komme gleich spielen. Ich habe ja nur bei weitem nicht alles gespielt. Aber es gibt durchaus auch im Nicht-Horror-Bereich noch so ein, zwei Sachen, die mich interessieren, die vielleicht auch noch auf den Kanal kommen. Die ich jetzt aber nicht A, noch nicht betiteln möchte und B, auch nichts versprechen möchte. Was ich nachher vielleicht nicht halten kann. Hallo? Hallo? Hitman VR gibt's ja auch noch. Oh, Leute mit strangulieren. Oh Gott. Naja, okay, aber das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen zu lang. So ein Hitman. Da brauche ich ja ewig für. Vor allem möchte ich ja immer gern Silent Assassin werden. Das heißt, unentdeckt und so weiter. Da bin ich ja eh... Da bin ich dann eh stundenlang an einer einzigen Mission schon beschäftigt, weil ich sie ständig abbreche, wenn irgendwas schief geht. Und sie erst beende, wenn sie wirklich bis zum Schluss perfekt gelaufen ist. Wobei man nach 6, 7 gescheiterten Versuchen dann vielleicht doch mal Abstriche macht und irgendjemand dann doch aus der Ferne mit einem Sniper tötet. Statt ihn zu lautlos zu strangulieren oder zu vergiften. Ist aber nicht Inhalt dieses Spiels. Strangulieren, vergiften und so. Hier wird man anderartig getötet. Ja, von Büchern erschlagen zum Beispiel. Jetzt da hochklettern. Warte. Schade. Aber das hätte ich auch da oben gemacht. Ein Buch rausgeholt. Wäre dann eh runtergefallen. So. Es geht trotzdem noch immer weiter runter. Hallo Puppe, du machst bestimmt was. Nee, machst nichts. Okay. Wenn man einmal mit was rechnet. Tür geht auf. Zu meiner Linken. Hallo. Hallo. Mhm. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist da, wo wir reingekommen sind, ist es aber nicht. Nur diese Statuen da im Haus, weiß ich, wer stellt sich sowas ins Haus? Hallo, hallo. Boah, ist das Parsel? Da müsste man jetzt natürlich aufpassen. Nicht, dass das ein Todesser ist. Muss man aufpassen. Nee, schade. Ich habe gerade gedacht, wenn da jetzt sich so ein paar Tasten noch bewegen würden. Aber das haben die sich natürlich bei VR gespart. Wäre aber geil. Wäre so ein kleines, so eine kleine Fleißaufgabe.
gewesen. Aber es ist ja trotzdem geil. Also wirklich, das ist eines der besten VR-Erlebnisse, die ich erlebt habe bis jetzt. Einzig und allein schade, dass man es nicht mit einem Move-Controller spielen kann. Und mit zwei Händen und so. Aber ja, Resident Evil 7 war mit Controller auch geil. Also. Ach so. Oh. Das ist der geheime Gang in den Garten, huh? Okay. War das Wind oder war das was anderes? Oh, der Aufzug wieder. Großartig. Wenn ein Aufzug kommt, dann ist nicht mehr weit bis zum Ende. Da ist ja niemand. Aber gleich, bestimmt. Schaukelpferdchen gehört in jedes Gruselhaus. Sind wir ehrlich. Schaukelpferd gehört in jedes Gruselhaus. Genauso wie das Dreieck von vorher. Da sollte jetzt eigentlich irgendwann mal was passieren mit diesen Leuten da unter Laken. Jetzt wird der Klang ziemlich bedrohlich. Jetzt geht's hier auch wieder links oder rechts. Ich gehe mal links. Wir sind jetzt schon am Anfang in die rechte Tür gegangen. Oh, oh, Licht? Aha. Ich habe einen Lichtschalter betätigt. Noch ein Lichtschalter? Boah, der Sound, ey. Nicht schlecht. Okay. Niemand überlebt. Affected. Ha! Geil. Das war cool. Richtig cool. Also jetzt habe ich im Prinzip, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das das ursprüngliche Spiel war. Einfach um ein bisschen mehr Wert zu haben, dass du mehrmals in das Haus reinlaufen kannst. Mehrere Wege hast. Klar, die führen immer zum gleichen Ziel. Im Endeffekt, du stirbst. Glaube ich. Ja. Aber sonst finde ich das recht gut. Jetzt haben wir zwei Wege in dem Haus kennengelernt. Ich würde aber sagen, ich mache für dieses Let's Play jetzt mal damit Schluss. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr das möchtet, im Kommentarbereich äußern, wenn ich die anderen Wege nochmal gehen soll. Waren jetzt doch nochmal ein oder zwei, also auf dem Dachboden jetzt allein einmal. Ja, dann das Ganze kann man sich ruhig nochmal antun. Also ich finde es auf jeden Fall geil. Ich würde es gerne nochmal machen. Es ist auch nichts, was einen stundenlang jetzt hier beschäftigt. Ja, und dann äußert das einfach im Kommentarbereich, wenn ihr da noch was sehen wollt. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe echt nichts vergessen. Ansonsten, ja, lasst gerne ein Like da. Lasst bitte ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und teilt das Ganze natürlich fleißig mit euren Freunden, damit die das vielleicht auch gut finden können. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und tschüss.